Wer hat davon noch nicht gehört? Das Vorkommen einer geschützten Tierart verzögert oder verhindert die Genehmigung eines Projekts. Sei es nun der Wachtelkönig bei der Enznahen Trasse oder der Biber beim Kraftwerk Lehn. Heute geht es also um den Artenschutz. Herzlich willkommen bei 3 Minuten Umweltrecht. Mein Name ist Paul Reichel von der Umwelt- und Vergaberechtskanzlei Niederhuber und Partner mit Standort in Wien und Salzburg. Heute geht es also um das Artenschutzrecht. Das Artenschutzrecht ist wie so viele Materien auch durch die Europäische Union determiniert. Konkret durch die EU-Vogelschutzrichtlinie und die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, kurz FFH-Richtlinie. Worum geht's? Diese beiden Richtlinien legen hinsichtlich dort besonders aufgelisteter Tierarten, welche nach den Vorgaben der Richtlinien einen besonderen Schutz genießen sollen, artenschutzrechtliche Verbotstatbestände fest. Das wären zum einen das Tötungsverbot, zweitens das Störungsverbot und drittens das Verbot der Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Das Tötungsverbot liest sich nach dem Wortlaut in den beiden Richtlinien sehr, sehr hart. Verboten ist das Töten von Exemplaren einer geschützten Tierart. Betrachtet man dies, kommt man sehr schnell zum Schluss, dass so man bei einem Vorhaben mit diesem Verbotstatbestand konfrontiert ist, sehr, sehr schnell Probleme für die Genehmigung eines solchen Vorhabens auftreten können. Allerdings hat hier die Rechtsprechung Spielräume geschaffen. Verboten ist nicht, dass tatsächlich ein Exemplar einer geschützten Tierart tatsächlich zu Tode kommen könnte, sondern ausgeschlossen ist lediglich, wenn durch das Vorhaben sich das Risiko der Tötung einer geschützten Tierart signifikant erhöhen würde. Zweitens das Störungsverbot. Das Störungsverbot ist im Gegensatz zum Tötungsverbot nicht individuenbezogen, sondern populationsbezogen. Wesentlich ist hier die Frage, ob sich durch ein Vorhaben der Erhaltungszustand der lokalen Population einer geschützten Tierart verschlechtert oder nicht. Beispiel: Ein Straßenbauvorhaben durch einen Lebensraum der Zauneidechse. Hier wäre dafür Sorge zu tragen, dass durch die geeigneten Migrationsmaßnahmen oder Leiteinrichtungen die Individuen der Zauneidechse sich weiterhin fortpflanzen können, um so für einen gesicherten und nachhaltigen Bestand dieser Population zu sorgen. Drittens, das Verbot der Zerstörung und Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Hier geht es darum, dass die Funktion einer allfällig verlustgehenden Fortpflanzungs- und Ruhestätten durch bereits vorhandene natürliche Strukturen oder vom Projektwerber selbst ins Projekt aufgenommene Maßnahmen weiterhin erhalten bleibt. Dann wird der artenschutzrechtliche Verbotstatbestand der Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten nicht ausgelöst. Sie sehen also, das Artenschutzrecht schafft für einen Projektwerber sehr, sehr strenge rechtliche Vorgaben. Wer sich bei einem Projekt mit dem Vorkommen einer geschützten Tierart konfrontiert sieht, wird sich sehr ernsthaft Gedanken machen müssen, wie er damit im Genehmigungsverfahren umgeht. Keinesfalls ist es aber so, dass das Vorkommen einer geschützten Tierart gleichbedeutend ist mit der Nichtgenehmigung eines Projekts.